Hallo und willkommen zu wieder etwas zwischendurch. Ja, ich drücke mich mal wieder erfolgreich vor Ruß. Ich habe euch letztes Mal inzwischendurch gesagt, ich werde auch den nächsten Teil von Wallace Battlecry spielen. Und es ist sehr verwirrend, da ich mein Echo höre, denn dieses Spiel hat, wie gesagt, Probleme mit Fraps, oder besser gesagt, Fraps hat Probleme mit dem Spiel. Und dieses Echo ist so wahnsinnig verwirrend, man hört sich immer selbst sprechen. Also, als Hall, das ist wie wenn ich in einer großen Halle spreche, egal. Ich muss mich davon nicht ablenken lassen. Wir starten direkt ins Gefecht. Oder nee, ich erkläre erstmal hier, Feldzug. Das ist sozusagen die Kampagne. Ich habe schon, glaube ich... Na toll, ich kann jetzt entweder weitermachen, dann wird das Spiel gelöscht und ich kann das Spiel laden. Ich werde das Spiel laden. Das ist, glaube ich, von der Kampagne. Versuchen wir es einfach damit. Kampagne, das ist eigentlich im Grunde nur ja, ein paar Kämpfe. Oft generierte Karten, manchmal sind es feste, wie zum Beispiel die hier. Die kenne ich schon. Das hier sind jetzt Dämonen. Das habe ich im ersten schon gespielt, also Dämonen. Die sehen hier ein bisschen anders aus, wie man sieht. Das ist kein rundes Gebäude, sondern in so eine komische Dingens. Oh, bitte stirb jetzt nicht. Reißt ihnen die Herzen! Kriegt da schon wieder einen auf den Deckel. Schwacher Hero. Was ist der Stufe 5? Voll lame. Ich habe mir mal durch Cheaten einen auf 273 gehabt oder sowas. Der Typ war schon ordentlich stark, der ist schon ordentlich abgegangen. Ja, aber das war dann auch irgendwie langweilig und bei dem habe ich dann auch, was kann man hier sehen, gesamtes Handelsgeschick minus 2,04% Extrakosten. Das Handelsgeschick war irgendwie bei 16.000 bei dem Typen und ich hatte 100% Ermäßigung oder 99,08. Ich konnte Drachen oder sowas für 2 Gold, was weiß ich, bauen. Also, alles extrem billig. Hier stand überall 1. Ich brauchte für nichts mehr zahlen eigentlich. War ganz nett. Wo ich bin, und ist ihr merkt der sicher, ich bin verschnupft. Ja, das ist so eine allgemeine Let's Player-Krankheit, wie es zurzeit scheint. Neue Einheiten, weil ich es gerade sehe. Diese Einheit, das ist ein Schnitter. Wo ich bin, ist der schaut Ärger aus nicht wie weit. So ein Tod mit Sense. Und der Salamander hier hat seine Fähigkeit verloren, die Lufteinheiten vorzugehen. Was kommt da unten? Stürm. Riecht ihre Angst. Was soll ich überhaupt machen? Ich soll hier irgendwen töten? Ich will aber niemanden töten. Doch, ich will töten. Wo ich bin, ist der Ärger nicht weit. Ja, man hört den Herzschlag von dem Typen. Das ist, es vergiftet. Zum Scheiße. Der kriegt jetzt ordentlich was ab. Der geht fast bis auf null und stirbt fast. Wo ich bin, ist der Ärger nicht weit. Da wird sie, da wird sie. Dämonen. Wo ich bin, ist der Ärger nicht weit. Ein paar Imps. Zeigt's mir. Führt sie in die Irre. Ich kann mal ein bisschen die Karte erkunden, ne? Also dieses zwischendurch wird etwas länger. Zeigt's mir. Das letzte war auch schon, glaube ich, 17 Minuten oder sowas. Das werden sie bereuen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das hier in einem Teil hochladen werde. Stirbt, Gag! Ich darf nicht Gag sagen, das ist von Chainsaw. Zeigt's mir! Das ist schrecklich, ich darf niemanden nachmachen. Ich muss meine Einzigartigkeit bewahren. Stirb! Ja. Mein Gott, der Typ kriegt überhaupt nichts, wenn ich ihn mit Partners auf die Glocke hau. Das werden sie bereuen! Zeigt's mir! Zeigt's mir! Geht sterben! Ja. Zeigt's mir! Ja! Zeigt's mir! Das werden sie bereuen! Ja! Werden sie dies? Zeigt's mir! Ja! Zeigt's mir! Ich glaube, das ist jetzt so ein fettes Bollwerk, oder? Ja. Bitte nicht. Zeigt's mir! Also das kann ich jetzt nicht hier zwischendurch zeigt's machen. Das wird mir. Dann fast ein eigenes Let's Play. Zeigt's mir! Aber ein Let's Play von der Kampagne kann ich nicht machen. Das dauert... Zeigt's mir! Ja! 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 Wo ich bin, ist der Ärger nicht weit. Das ist schon eine echt fette Karte, oder? Wenn man sich das da unten mal anschaut.
Ich spiele hier angeblich auf 1024x768, das kann ich aber nicht glauben. Oh, komm. Wo ich bin, ist der Egal, dann muss, müsst ihr halt sterben. Ihre Einheiten werden angegriffen. So. Ein feindlicher Held wurde vernichtet. Was? Er wurde eingestampft? Hey, er wurde eingestampft. Goil. Und der trifft nicht. Egal. Einheiten haben wir links. Dieses Flimmern, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber ich sehe es und es nervt gewaltig. Blödes Camtasia-Studio. Der Held ist übrigens Level 5, weil ich schon, wie gesagt, ja, paar Sachen hier gespielt habe. Man sieht, dass mit dem Hochleveln geht wesentlich schneller als im zweiten Teil. Im zweiten Teil muss man sich ja, was weiß ich, tagelang beschäftigen, bis man auf Level 5 kommt. Das war dann auch recht lame und dann konnte man auch noch im Szenario mit einem temporären Helden spielen von Level 50 maximal. Mit dem ging es dann schon ordentlich ab, aber wenn du echt mal gespielt hast, bis du einen Level 50 Helden hast, ist es viel zu lange gedauert. Und hier im dritten Teil sind auch wesentlich mehr Rassen vertreten. Ach, ich muss mir hier was tun. Muss was vorwärts gehen. Sonst dauert dieses für zwischendurch ewig. Ich werde ein paar hochladen müssen. Gut. Portal habe ich noch nicht. Brauche ich. Ihnen ist gut. Ich kriege vor euch, Meister. Ihre Einheiten werden angegriffen. Blitzturm, den kann ich dahin stellen. Blitzturm ist cool, den habe ich ja im letzten auch gezeigt, im letzten... Mobbel halt. Der war rot und wesentlich größer. Ich bin so nutzlos. So, Brut, Stufe 1, nein, Beschwörungsturm. Ja! Und hier kann der Held während der Schlacht auch aufsteigen. Was brauche ich denn da? Turm der Verdammnis, Stufe 4. Gebt mir mehr. Ich sage euch, so eine versteckte Nase. Ist schon echt nervig. Schlagt mich, Meister! So, Meister? Was kann ich noch bauen? Ja, baue ich ihn mal. Ich brauch's zwar nicht mehr. Schlagt mich, Meister! Hier noch so ein Turm hin. Gut. Dann warten wir, bis wir genug davon haben. Das Teil da. 6 und 3. 2. Flimmert immer mehr. Ist echt nervig. Beschwörung, schnellere Produktion. Ja. Ich baue mir jetzt wie viel Schnitte? 5, 10, 15, 20. So, 20 Schnitte dahin. Ich bin so nutzlos. Dieses Geflimmer geht mir schon echt auf den Nerv. Dienen ist gut. Ah, stopp. Ich will eine freie Nase. Das ist schrecklich nervig. Todesfledermaus werden nahezu immun gegen Feuer. Na toll. Die Dinger können nur gegen Lufteinheiten irgendwas ausrichten. Was will ich denn damit? Totaler Schwachsinn. Jetzt muss ich halt warten, bis ich wieder genug Zeug habe, um hier auszubauen. Ey, ist das nervig. Wenn der sich die ganzen Minen schnappen kann. Oh, ich sehe, mein Held regeneriert sich langsam. Ach ja. Also dieses Spiel habe ich echt zu Genüge gespielt. Weil, wie man sieht, kann man diese... Ja. Karten echt lange gestalten. Ich mache jetzt glaube ich einfach mal einen Schnitt und dann so ans Ende der Karte, weil ich habe keinen Bock, dass das hier dann stundenlang wird. Bis gleich. So, da bin ich wieder und am Weiterspielen. Ich habe es jetzt doch relativ schnell geschafft, weil das hier ist gar kein einzelner Gegner. Das sind einfach nur ein paar Türme, die man platt machen muss.
Und da bin ich auch mit Freude dabei. Diese Schnitter sind schon ganz nett. Die können schweben und alles und schnittern, spalten. Also es gibt ja hier so jetzt auch sogar richtige Boni auf manche Angriffe. Also zum Beispiel ist das dann ein kritischer Treffer, irgendwie spalten steht dann da. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es hier nochmal, aber ich glaube, es geht gegen Gebäude nicht so toll. Und eher gegen Einheiten, wenn man sie das erste Mal angreift. Einen muss ich noch. Ich bringe ihre Einheiten, ihre Angriffe. Scheiße, das schaffen die schon. Ich glaube, ich muss noch das töten und dann ist es so. Das kann man hier auch nirgendwo nachschauen. Siegbedingungen. Alle feindlichen Einheiten und Gebäude zerstört. Na, das ist doch was. Folter. Tötet sie. Schmerz wird immer Untergangenheit. Das ist noch immer zu, das ist echt derbe nervig. Hey, ich hab gewonnen. Gemetzel. Untergang. Gemetzel. Applaus, Applaus, Applaus. Überall Nase, tolle Sache. So komische Effekte. Okay. Wir haben diese Spiele. Ja, das ist schön. So. Wir haben mal gucken. Zum Verlassen des Kampfes klicken. Yay. Sie sind nun Verbündete des Kaiserreichs, sie sind nun ein Feind des Rati. Okay, ich hasse Schlangen und mag das Kaiserreich. Sie steigen auf um eine Stufe, sehr schön. So, was kriege ich? Wo steht das? Charisma, genau. Handelsgeschick sollte ich hochtun, weil ich habe keinen Bock auf extra Kosten. Ich will es zumindest bei 0 haben. Elfentöter, wozu denn? Ich werde nie gegen Elfen kämpfen. Zaubersprüche. Die ist schon klar, dass ich... Was bin ich noch? Ach, ich bin Zauberer. Na dann, aber das brauche ich jetzt noch nicht. Nein, Beschwörungszauber. Ja, hier schon. Regeneration ist ganz toll. Tor, naja, geht. Feuerbeschwörung, cool. Arcana-Zauber, cool. Und Verwundbarkeit, cool. Aber bis ich deshalb muss ich erstmal Level 30 sein. Bah. Das dauert, bis ich Level 30 bin. Hey, den kann ich mitnehmen. Das hier ist bei Gefolge, das steigt. Wenn man irgendwie viel Charisma hat, kann man da mehr Plätze haben. Na, mal ganz im Ernst, wer macht so viel Charisma, dass er hier ein paar Plätze hat? Das bringt nichts. Die Einheiten sind unwesentlich stärker als andere, aber naja, was soll's. Und sie sind natürlich auch noch teurer. Genau, das hier ist der Kampagnenbildschirm. Der geht hier oben noch ein bisschen weiter. Hier, ja, das Ende der Kampagne liegt, glaube ich, irgendwo hier links oben. Oder vielleicht auch hier rechts, jedenfalls nicht da unten. Das ist dann irgendwie ein Kampf, wo man, wie heißt das, ich glaube irgendwie in Etheria einfallen muss oder sowas, keine Ahnung. Wir gehen, verlassen, hey, wieder Hauptmenü. So, Gefecht waren wir. Ja, wieder mal hier ein Helm, das normale, ja, sieht ein bisschen anders aus, andere Grafiken, aber so sonst nicht gleich. Ja, Scheißkarten. Venesi ist nicht dabei. Die habe ich mir zwar mal irgendwo selber gemacht, aber ich weiß nicht wo. Zumindest nicht auf dem PC hier. Ja, es gibt eben verschiedene Rassen. Ich weiß nicht, was mache ich denn? Ich nehme mal hier eine ganz kleine Karte mit zwei Spielern Wüstensende. So. Gut, ich kann auswählen. Das heißt, ich werde hier sein. Er wird hier sein. Er, was macht mir jetzt für eine... Einfach Feen, weil ich keinen Bock habe. Feen sind einfach nur so fail. Einfach schlecht. Was hat noch coole Gebäude? Ritter? Nein. Zwerg? Nein. Untoter? Nein. Barbar? Nein. Minotaurus? Nein. Ork? Nein. Nein, 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 nein. Dunkelzwerge? Unter Umständen. Die sehen natürlich auch anders aus. Im ersten Teil hatten die so einen eckigen Hochofen. Hier haben sie einen ganz anderen. Es schaut gar nicht mehr nach einem Ofen aus eigentlich. Eher so ähnlich wie die normalen Zwerggebäude. Dämonen haben wir gesehen. Kaiserreich, Lames, Rati. Ah, Pestfürst, das mache ich. Das ist nämlich eine ganz lustige Rasse. Bloß der KI alles schwer machen. Wir machen eine angezeigte Karte. Bitte Kriegsnebel. Kein Kriegsnebel.
So, mehr zum... Egal. Bisschen Einheiten. So. Pestfürst, das ist so eine Art Mutantenfürst, der aus einem Haufen Scheiße seine Monster erschafft, wie man hier sieht. Irgendwie Zombies, Ghouls, Slimes, Bohre, starre Flammen, also irgendwie alles totale Mutanten, wo du dir denkst, wie können diese Viecher nur leben? Hier, Hydra, das ist das einzig noch normale, dann nehme ich mir ein paar. Wow. Ich glaube, ich bin jetzt fies und renn einfach darüber und töte ihn. Ich glaube, dann hört er sofort auf. Ja gut, die Karte ist auch echt ein bisschen blöde. Stereo-Sound, Hammer. Töten, töten. Tja. Okay, das ist ein Freiwald. So, ich mir die Kiste. Was macht der hier? Ach so, das ist so ein doofer Eichenmensch. Wetten, der baut jetzt irgendwie Scheiße und rennt rein. Nein! Du lahmer Schwanz, du. Oder die Scheißkiste. Illusionstor. Hey, schön. Ja, so kriegt man Items und man raubt seine toten Gegner aus. Ja, also es ist im Grunde nichts anderes. Es ist das erste Spiel. Ja, Editor, soll ich euch den noch zeigen? Ja, ich zeige euch den Editor. Damit kann man ganz komisch Karten machen. Also das System ist echt, ja, neu. Nee, nicht laden. Neues Szenario. Doch, ich nehme ein anderes einfach mal so, um es euch zu zeigen. Was nehme ich denn da? Höhlenmenschen laden. Ja, also das ist... No, warum ist alles schwarz? So, besser. Ach, hier geht keine Pfeiltasten. Nee, voll blöd. Gelände. So, und jetzt seht ihr hier, so, so sieht das Ganze mal aus. Daraus besteht so eine Map. Aus einfach hingeklatschten Grafiken. Der Boden, das ist, sind einfach nur Grafiken. Da ist nichts toll oder so, also auch nicht irgendwie generiert, du ziehst einen Pfad und der macht dir das. Nein, du setzt jedes verdammte einzelne Feld einzeln. Du kannst... wo bin ich? Aha. Ich glaube, das liegt wieder in Camtasia oder sowas. Egal. Höhlen, Leere, nein, Eigenschaften, Podium. Ich nehme jetzt einfach mal ein Podium und klatsche das... ja, irgendwo hin, wo es nicht passt. Zum Beispiel hier, Pang. Jetzt hängt es hier mittendrin und so kann man das dann auch spielen. Also, du kannst dann zwar hier nicht ins Schwarze laufen, aber es schaut echt extremst beschissen aus, was man damit basteln kann, wenn man blöd ist. Ja. Was kann man noch machen? Man kann sich Trigger bauen, die einem alle paar Sekunden Ressourcen geben, aber die triggern nur irgendwie eine bestimmte Anzahl lang, ich glaube nur 500 Mal oder sowas, was weiß ich, und dann ist nicht mehr. Warum auch immer so heißen, man muss es in entsprechenden Abständen machen. Und sonst gibt's hier auf der Maps nichts. Doch, hier, Tempel, habe ich glaube ich gezeigt im vorhergehenden Teil. Damit kann man sich halt bestimmte Einheiten holen, die man normalerweise als Rasse nicht bauen kann oder keine Ahnung. Ja. Warum haben die hier eigentlich nur... Warte mal, warum hat der hier keinen Türm? Doch, da hat er Türme. Das finde ich immer so unfair. Auf normalen Kampagnenkarten, der Gegner hat immer ends viel am Anfang. Du startest vom Scratch, weißt du. Und genau, Tiere gibt es auch, aber die sind meistens unnütz. Außer Schafe, die Minotauren können Schafe fressen und dann kriegen sie wieder Lebenspunkte. Hier, das ist eine Neuerung, auch vom zweiten auf den dritten Teil. Ja, Creepspawner würde man sie nennen. Das sind einfach nur solche Gebäude, die eben eine Zeit lang Gegner spawnen und dann irgendwann hört es nämlich leider auch auf. Das heißt, es werden am Anfang sind es nur ganz wenige und dann gegen Ende werden es richtig viele und dann irgendwann hören sie auf. Peng.
so heißen, bevor das Ganze aufhört, sollte man dieses Ding zerstören, weil da kommt ein Boss raus, der ist dann Level 20 oder sowas, also nicht Hero Level 20, sondern Einheiten Level 20, weil die Einheiten können bis, ja, ich glaube Level 20, gut, er ist Level 19 oder sowas, also Einheiten können bis Level 20 werden, im ersten, im zweiten WBC-Teil war es nur bis Level 10, hier Level 20, die sind dann natürlich auch entsprechend stark, haben gute Chancen auf Attentate oder sowas. Ist mir leider mal passiert mit einem tollen Helden. Bin in so einen Bossgegner reingelaufen. Das hier ist jetzt eine Spinnenhöhle, aber es gibt solche Gnollhöhlen. Und das sind alles Attentäter. Die sind allerdings nur Bodeneinheiten. So heißt, wenn man sowas Rundes hier macht und hierzu, dann kann man da einfach einen Haufen solcher Höhlen reinsetzen, einen Drachen dazu und der Drache schlachtet die einfach ab, weil die nichts dagegen tun können. Bringt einen Haufen Erfahrungspunkte, das ist ganz nett, und natürlich einen Haufen Items, wenn man das so gestaltet, dass man das wieder aufmachen kann. Oder dass die in eine Tower Defense reinrennen. Und dann macht man halt ein paar von diesen Gebäuden kaputt, dann rennt der Bossgegner in die Tower Defense und wird auch getötet. Ja gut, mehr gibt's über den Editor nicht zu sagen. Es gibt halt hier Effekte. Da gibt's drei Effekte. Übelbräu, das haben wir gerade eben gesehen. Vulkan 1 blubbert auch. Vulkan 2, ach so, nee. Ja, irgendwie ein paar von denen haben wir gesehen. Langweilig. Armeen, du kannst jede Einheit setzen, die es gibt. Du konntest im zweiten Teil Goblinwerfer, nein, Flammenkanone. Mal gucken. Ich will einen Titan. Grond, wo ist Grond? Da ist Grond. Blab. So, auswählen. Hier im zweiten Teil von WBC konnte man die bearbeiten, so heißen die Stats, wie zum Beispiel Reichweite, Angriffart, irgendwie Reichweite auf 1000. Du konntest von einem Ende der Map auf die andere Seite schießen. War natürlich ein bisschen blöd und natürlich Flächenschaden und dann war das Spiel auch schon wieder vorbei. War natürlich ein bisschen blöde dann auch irgendwie, wenn du so ein super Viech hast, was 1000 Schaden macht und eine riesen Entfernung. Eine fette Artillerie, aber das ist dann halt auch langweilig gewesen. Da habe ich immer den hierher genommen. War auch immer, der gefiel mir irgendwie. Ja, und sonst gibt's halt was noch hier. Ja. Pinguine, Pinguine. Toll. Gebäude, kannst du alle Gebäude setzen, die es gibt. Ja, Türme, was weiß ich, Eiswall, genau, hier so bei der Lava-Weise Bescheid, bisschen Eis, verschiedenes, eine Flagge, es gibt nämlich auch so einen Multiplayer-Modus, da muss man Flaggen holen, schwarzes Portal und Kreis der Macht sind dafür da, um dieses blöde Camtasia. Die sind dafür da, dass manche Zauber besser glücken und dann gibt es natürlich noch, hey, paar Wächter, Spinneneier, daraus können Spinnen öffnen, schlüpfen, ja, Nester, dann Höhlen und Läden, Höhle der Untoten, Gnollhöhle, genau, die meinte ich, da kommen diese komischen Attentäter raus, Ereignisse modifizieren, nee, das zeige ich jetzt nicht, das ist lame. Eigenschaften, ja, so, irgendwelche Details kann man damit setzen, Optionen, das sind die ganz normalen Optionen, Seiten, welche Seiten es gibt, was für Rassen die standardmäßig haben, Startorte, kann man ja auch durchschalten, Menü, Speichern, Ende. Ja, mehr gibt es in dem Spiel eigentlich auch nicht, außer eben die paar neuen Rassen. Ja, und, ja, ist zum Spielen echt ganz nett. Ja, wer es spielen will, soll spielen. Es ist standardmäßig mit No-CD-Crack dabei. Es ist keine Online-Aktivierung, keine Serial zum Eingeben. Das heißt, die haben sich gedacht, ey, scheiß drauf, wir machen das Game und dann kaufen sich das ein paar und dann taucht es eben im Internet auf. Ich weiß nicht, was sich die gedacht haben. Hier kann man in der Info übrigens nachgucken, was habe ich denn alles und was habe ich alles getötet. Hier. Gekämpfte Schlachten, gewonnene Schlachten, getötete Helden, getötete Feinde, getötete Drachentitan, fertiggestellte Quests, gesprochene Zauber, bla 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 bla, da gibt es ganz viele Sterne, die man bekommen kann. Die Folge, das ist halt das, was ich vorhin hatte, den Schnitt und den Dämon, Stufe 6, Stufe 1, Gegenstände, was ich im Rucksack habe und was ich anhabe, Fertigkeiten, ja, sieht man ja, Kampf, meine normalen Werte,
Stufe ihres Helden fixieren. Da steigt man, glaube ich, keine Stufe auf. Aber ich weiß nicht, was das nützen soll. Totaler Quatsch eigentlich. Schrott. Ja, das war's eigentlich mit dem Spiel schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich aufgenommen habe, aber ich denke mal lang genug. Ja. Dann sehen wir uns wahrscheinlich bei Roos wieder. Tschüss.